TikTok unsere Jugend zerstört. Das gucke ich mir gleich an. TikTok. Plattform. Heute steht TikTok vor allem für eins. Kurze Clips und die Plattform dahinter, die im Jahr 2021... Die Idee, Chat, ist eigentlich cool dahinter. Diese kurzen Videos, ganz coole Videos, sind, da sind ja auch coole Videos am Start, ne? Sind wir ehrlich. Aber die ist leider sehr gefährlich, diese Plattform, weil es gibt... Gefühlt dort, du kannst mit Schmutz online gehen und du kannst mit Schmutz viral gehen und das ist das große Problem. Das ist mit das größte Problem. Jemand kann meine Nummer leaken und wenn das viral geht, kann ich es nicht mal vernünftig runternehmen. Ich kann es runternehmen, weil ich die Kontakte habe, aber selbst das dauert ein bisschen. Aber manch andere, dieser Kontakt, den ich habe, den haben nicht mal viele in Deutschland. Das ist so eine, wenn du, ne, das ist wirklich schlimm für so... Leute, die in der Öffentlichkeit teilweise stehen, aber auch für euch. Stell dir mal vor, ihr habt ein Video, wo irgendwas Peinliches von euch gefilmt wird und ihr ladet es auf TikTok hoch und dann geht's viral und eure Jugend ist im Arsch. Ich übrigens die meist gedownloadete App der Welt war. Inzwischen hat TikTok fast 1 Milliarde Nutzer, die die Plattform im Schnitt circa eine Stunde pro Tag benutzen. Boah. Jede 8. Person hat es. Tausende Leute haben sich bereits Karrieren über TikTok aufgebaut und TikTok-Trends bestimmen inzwischen sogar die Charts. Bei all diesem Hype bleibt eine Sache jedoch oft unberücksichtigt. Und zwar TikToks enormer und zerstörerischer Einfluss auf unsere Gesellschaft und vor allem auf unsere Jugend, der uns wirklich zu denken geben sollte. In diesem Video wollen wir daher die kaum bekannten, düsteren Aspekte von TikTok beleuchten, sowohl was die Schattenseiten hinter der Firma TikTok und ihren Machenschaften betrifft, aber auch was die zerstörerischen Auswirkungen von TikTok auf unsere Gesellschaft betrifft. Dieses Video wird also ein wichtiges Video, deshalb bleibt unbedingt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit einer der wohl krassesten, aber auch am meisten unterschätzten Auswirkungen von TikTok auf unsere Gesellschaft. Denn es klingt zwar im ersten Moment harmlos, aber TikTok führt laut wissenschaftlicher Untersuchungen zu einer massiven Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne von Millionen von Kindern und Jugendlichen. Forscher der Technischen Universität Dänemark haben nämlich herausgefunden, dass TikTok und ähnliche Plattformen die kollektive Aufmerksamkeitsspanne seiner Nutzer über mehrere Jahre hinweg beinahe halbiert hat. Und das bedeutet, dass TikTok quasi wie Gift für die Psyche ist. Das Gefährliche daran ist nämlich, dass eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne zu vielen erheblichen Problemen führt. Psychologische Studien haben zum Beispiel herausgefunden, dass eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne enorme Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit von Menschen hat. So zeigen Menschen mit kürzerer Aufmerksamkeitsspanne schlechtere Gedächtnis- und Lernleistungen und auch schlechtere Leistungen in der Schule und auf der Arbeit. Auch Beziehungen leiden übrigens unter... Ja, die ganzen Bastarde, die dann unter irgendwelchen TikToks irgendeine Scheiße kommentieren von mir, die gar keine Ahnung haben. Aber hier habt ihr schwarz auf weiß, ihr werdet Dullis in der Schule. Und was macht ihr dann, Digga? Dann macht ihr von anderen Leuten den Cheeseburger. Und ihr kriegt den nicht mal gebacken, wenn er sagt, bitte mit oder ohne Gurken. Selbst das kriegt ihr nicht mal gebacken, weil ihr eine Aufmerksamkeitsspanne von einem Toastbrot habt. Leute, die in den Kommentaren so toxisch sind, ihr seid Bastarde. Sag ich, sorry. Gibt aber auch coole Leute natürlich auf TikTok, ne? Es ist nicht so, dass alles da scheiße ist. So ist es nicht, aber da tummeln sich die Vollidioten. Bei einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne, da sie unter anderem die Kommunikationsfähigkeit verschlechtert. Selbst für die Gesundheit ist eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne schädlich, da sie dazu führt, dass gesunde Gewohnheiten nicht durchgehalten werden und ein ungesunder Lebensstil begünstigt wird. Aber tatsächlich ist das Problem sogar noch viel weitreichender. Studien der Curtin University in Australien haben nämlich auch gezeigt, dass intensive TikTok-Nutzer anfälliger für Depressionen und Angststörungen sind. Dies hängt damit zusammen, dass TikTok und ähnliche Plattformen die Aufmerksamkeitskontrolle verringern. Wer viel auf TikTok ist, kann irgendwie... Nein, guck mal, einer schreibt und TikTok gelöscht. Ich sage sogar, wenn man das nutzt, ist es wirklich teilweise gut gegen Langeweile. Ihr seht da ganz coole Videos, aber es gibt halt auch so viele Moch-Videos und der größte Teil ist, die dummen Leute auf TikTok sind die lautesten. Das ist bei ganz vielen Plattformen so. Oder wenn auf YouTube irgendeiner, ich lade morgen eh die Geller Cup hoch und dann kommentiert einer,
der und der ist voll scheiße, er ist voll der Bastard und wie kann man das und das, der ist schneller gebannt, als ihr gucken könnt, weil ich diese Kommentare, ich habe dieses Video unter Kontrolle, aber wenn irgend so ein likegeiler Opfer ein Video hochlädt, der lässt diese ganze Hate-Scheiße und was sieht man, was kommt daraus zu? Ein 16-jähriges Mädchen, Phoebe, ist traurig, fängt an zu weinen und unterfragt ihre ganze, weiß ich nicht was, da ist sie nicht die Einzige, sie steht dann in der Öffentlichkeit, aber was macht auch so private Person oder so. Das ist das Problem. Da gibt's kein Handeln. Und wann seine Aufmerksamkeit also nicht mehr so gut steuern. Dies führt dann dazu, dass man eher unrealistischen Idealen nachrennt, emotional manipulierbarer ist und sogar laut der Forschung anfälliger für Werbung wird. Dazu aber später noch mehr. In Zusammenhang mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne ist übrigens auch Sucht ein Problem. Denn auch wenn landläufig oft die Auffassung besteht, dass Internet- und Social-Media-Sucht keine wirkliche Sucht sei, haben Studien festgestellt, dass intensive Social-Media-Nutzung und auch die intensive Nutzung von TikTok ähnliche Auswirkungen auf das Gehirn hat, wie zum Beispiel der Konsum von Kokain. Auf Dauer führen sie nämlich dazu, dass die Belohnungsareale des Gehirns verkümmern und es den betroffenen Personen immer schwerer fällt, ohne Social Media Freude zu empfinden oder sich gut zu fühlen. Aber jetzt kommen wir erst zum wirklich Schockierenden. Der Grund, warum TikTok so süchtig macht, ist nämlich, dass TikTok tatsächlich bewusst so designt wurde, dass es die Nutzer abhängig machen soll. Vor allem der Algorithmus der For You-Page ist nämlich darauf ausgelegt, die Nutzer mit kontinuierlichen Dopamin-Hits zu versorgen. So lassen sich langweilige TikToks direkt skippen, die TikToks füllen absichtlich den ganzen Screen aus und es gibt Endless Scrolling, um Nutzer davon abzuhalten, die App zu verlassen. Und ganz obendrein hat TikTok einen der besten Algorithmen der Welt, der dafür sorgt, dass der vorgeschlagene Content maßgeschneidert auf den einzelnen Nutzer passt. Siehst du, Chat? Das, was ich sage, widerspiegelt, das sagt er auch so in der Art. Der Typ, der das programmiert hat, der ist richtig krass. Der kann seinen Job übertrieben gut. Man guckt sich Ronaldo-Videos an, die werden nur Ronaldo-Videos oder dann viele Ronaldo-Videos so. Und dann kommt ab und zu mal so ein Bastard-Video rein. Das ist krass, die machen das wirklich stark. Der Algorithmus. Hä? Würdest du sagen, der Algorithmus von TikTok ist gut? Er ist schlau gemacht. Ich hatte heute einen Videochat. Ich war auf TikTok mit Melina und da wurde mir irgendeine Schlampe vorgestellt. Also Offstream war das. Ich muss schon sagen, dass bei dir häufig sowas kommt. Bei mir kommt sowas nie. Ich guck mir sowas nicht an. Was ist bei dir auf dein... Also ich sage, auf zwei sagen wir deine For You-Page zwei Sachen, okay? Zwei Wörter. Also das erste. Wir fangen ein. Eins... Zwei, drei, Tiere? Ja, Kochen und Tiere. Nein. Kochen und Tiere. Nicht nur. Manchmal kommt auch so ein Video von dir. Die dadurch entstandene TikTok- und Social-Media-Sucht hat in der Bevölkerung übrigens schon so enorme Ausmaße angenommen, dass sie auch ganz reale Konsequenzen für unsere Gesellschaft hat. Im Durchschnitt verbringt ein Mensch nämlich 2 Stunden täglich mit Social Media. Melle zeigt For You und scrollt 10 Mal, da kommen die Elevator Boys, hast du da nicht gesehen. Wenn eine Person... Die Elevator Boys? Auf meiner For You-Page. Aha. Mit 16 Jahren also Social Media für sich entdeckt, hat sie bis zum Alter von 70 ganze 6 Jahre nur mit Social Media verbracht. Es braucht keine höhere Mathematik, um zu beweisen, dass dies enorme Auswirkungen auf unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft und natürlich auch jeden Einzelnen hat. Aber es gibt sogar noch ein größeres Problem, das durch TikTok verursacht wird. Zahlreiche Untersuchungen und Studien konnten nämlich zeigen, dass TikTok auch ganz direkt das Verhalten von Jugendlichen beeinflusst und verändert. So führt TikTok zum Beispiel zu dem Trend, dass sich junge und heranwachsende Frauen im Internet mehr und mehr sexualisieren. Leider haben Psychologen und Psychiater auch festgestellt, dass dies in den letzten Jahren zu einem enormen Anstieg von psychischen Erkrankungen bei jungen Frauen geführt hat. Die ständige Sexualisierung von jungen Frauen verschlechtert nämlich in vielen Fällen das eigene Selbstbild und das Bild des eigenen Körpers und führt nicht selten somit auch zu Essstörungen. Aber auch in einer anderen Hinsicht beeinflusst TikTok ganz direkt das Verhalten von jungen Menschen. In den letzten Jahren gab es nämlich mehr Fälle, in denen TikTok-Trends zu Großeinsätzen der Polizei, der Feuerwehr und auch von Notfallsanitätern geführt haben, da die teilweise gefährlichen Aktionen regelmäßig zu Un- und Notfällen führen. Außerdem fand ein Team von Ärzten aus den USA interessanterweise heraus, dass TikTok die Häufigkeit von Tic-Störungen massiv erhöht hat.
Die Ärzte gehen davon aus, dass dies unter anderem daran liegt, dass es bereits zahlreiche virale TikToks und TikTok-Trends gab, in denen Tics-Störungen gezeigt und sensationalisiert wurden. Jetzt, wo wir die zerstörerischen und vielfältigen Auswirkungen von TikTok aufgezeigt haben, wollen wir, wie am Anfang angedeutet, noch zu der Firma TikTok kommen und einige Machenschaften aufdecken, in die diese verstrickt ist. Die wichtigste dieser Machenschaften wäre wohl TikToks enge Verbindung zur chinesischen Regierung. Tatsächlich startete TikTok nämlich in China, wo die App zwar anders heißt, nämlich Douyin, aber das gleiche Logo und den gleichen Aufbau hat. Allerdings gibt es einige kleine Unterschiede. So gibt es in der chinesischen Version beispielsweise eine Section namens Positive Energy, in der nur ausgewählte Videos auftauchen, die die chinesische Regierung promoten. Allerdings ist das noch nicht alles, was TikTok für die chinesische Regierung tut. Vor einigen Jahren wurden nämlich zahlreiche Berichte veröffentlicht, dass TikTok im großen Stil regierungskritischen Content in China zensiert und löscht. Und die Gerüchte gehen sogar noch weiter. Seit Trumps Regierung in den USA ermitteln nämlich auch zahlreiche Geheimdienste und Untersuchungskomitees aus dutzenden Ländern der Welt gegen TikTok, weil vermutet wird, dass TikTok bewusst die Daten seiner ausländischen Nutzer sammelt, um sie dann an die chinesische Regierung weiterzuleiten. Und diese Befürchtung ist nicht völlig unbegründet. Da TikTok ein ursprünglich chinesisches Unternehmen ist, ist die chinesische Regierung laut chinesischem Recht dazu befugt, im Zweifel... Der Wirt. Chang Mingying. Der Wirt. Wenn er und Andrew Wilson ein Spiel oder eine App programmieren würden, die Büchse der Pandora wäre geöffnet. Zu befugt, im Zweifelsfall die Kontrolle über das Unternehmen zu übernehmen und könnte somit auf alle Daten zugreifen. Bisher ist es allerdings noch nicht dazu gekommen. Dem steht nämlich... Andrew Wilson ist der CEO von EA Sports Chat. Ich hoffe, dass sein Sohn nur Scheiße aus Packs zieht. Der anderen Seite entgegen, dass die Firma TikTok selbst gar nicht mehr in China ansässig ist. Ich hab den schon so oft gegoogelt, Digga. Nachts, traurig, weinend in meinem Bett, habe ich dann nachgeguckt, wer für diese Schmerzen verantwortlich ist. Ist ihre Mutterfirma ByteDance noch immer eine chinesische Firma? Das Böse. Sodass nicht auszuschließen ist, dass die chinesische Regierung im Zweifelsfall immer noch die Kontrolle über TikTok beanspruchen könnte. Neben diesen Machenschaften gab es 2019 noch einen weiteren Skandal. Nach zahlreichen Ermittlungen und Vorwürfen gab TikTok nämlich zu, dass es absichtlich Videos von queeren, übergewichtigen und behinderten Nutzern unterdrückt hat. Diese Diskriminierungen resultierten dann in mehreren Gerichtsverfahren, in denen TikTok Millionen von Dollar an Entschädigungen zahlen musste. Seitdem hat sich TikTok in dieser Hinsicht jedoch zum Besseren gewandelt. Wie ihr seht, ist TikTok also alles andere als eine harmlose Plattform. TikTok führt zu erheblichen Veränderungen in der Aufmerksamkeit und Psyche seiner Nutzer, es hat Millionen von Menschen abhängig gemacht und beeinflusst somit unsere ganze Gesellschaft nicht nur auf eine positive Art und Weise. Außerdem ist TikTok immer noch ein Ort, der keinen Halt macht vor verstörenden, sexualisierenden und schädigenden Inhalten und zu allem Überfluss kann man sich auch nicht ganz sicher sein, ob der größte Profiteur von TikTok nicht eigentlich die chinesische Regierung ist. Aber natürlich ist TikTok nicht nur schlecht, denn immerhin ist es eine Plattform, die normalen Menschen auf der ganzen Welt ermöglicht, sich kreativ auszudrücken, ja. Spaß zu haben, inspiriert zu werden und sich auch weiterzubilden. Ja. Aber gerade weil TikTok so mächtig ist, ist eben höchste Vorsicht geboten. Hat sehr, sehr wenn coole Seiten, aber halt auch übertrieben schlechte Seiten. Everything has changed. Every day.